In Portugal haben die regierenden Sozialisten die Parlamentswahl gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident António Costa kommt nach Auszählung fast aller Stimmen auf knapp 37%. Die Sozialistische Partei hat diese Wahlen gewonnen und seine politische Position in Portugal klar gestärkt. Die Sozialisten erhalten mindestens 106 der 230 Sitze im portugiesischen Parlament. Damit ist Costa aber voraussichtlich weiter auf Koalitionspartner angewiesen. Das Linken-Bündnis signalisierte noch am Wahlabend seine Bereitschaft, über eine erneute Unterstützung der sozialistischen Regierung zu verhandeln. Auf den zweiten Platz kam bei der Wahl am Sonntag die konservative sozialdemokratische Partei PSD mit knapp 28% der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,5%.